Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 3 Remastered. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Wie immer natürlich Dankeschön für das Feedback auf die letzte Folge. Habt ihr Bock auf eine weitere? Ich hoffe doch. Und ich würde sagen, wir machen auch direkt weiter. Checkt gerne weiter die Videobeschreibung ab. Lasst gerne weiter ein bisschen Liebe da für die Videos. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten, Gewinnspiel mitmachen. Genau. Ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, macht das gerne. Weiter geht's. Die Gang. Für die Gang, für die Gang. So sieht's aus. To be truly strong, it is important that you never show weakness. The business is fortunate enough to have our protection. Settle their accounts today. Go and collect the money immediately, so we can enter it into the casino accounts. Gut, gut, gut. Wow. Ich wollte mir gerade was zum Snacken reinballern, dann ist die Cutscene so kurz. Ey, tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen rumschmatze. Normalerweise mache ich das nicht, aber keine Zeit, Junge, keine Zeit, Alter. Business, Business, nein, Spaß. Aber was ich sowieso fragen wollte, vielleicht komme ich durcheinander. Aber auf welches Setting, Freunde, auf welches Setting hättet ihr Bock bei einem GTA? Ich überlege die ganze Zeit, was wäre ein cooles Setting für ein neues GTA? Was werden die wohl machen und so? Werden die ein ganzes Land reinnehmen? Machen die das noch größer oder so? Ich frage es mich und ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, was für ein Setting bei GTA geil wäre. Beim neuen. Naja. Aber wir werden es dann ja vielleicht sehen in 5 bis 10 Jahren. Ja. Erstmal soll ja nächstes Jahr, das ist auch krass, eigentlich sollte ja dieses Jahr auch GTA 5 nochmal für die PlayStation 5 und so weiter kommen. Und selbst das wird verschoben, ey. Ich habe letztens einen geilen Kommentar gelesen oder so ein. Ja, ist es ein Meme, ey? Keine Ahnung. Einfach so ein Bild. Da stand, PlayStation 2 hatte 3 GTAs, eigentlich ja mehr, durch die Liberty Stories und so weiter, aber sagen wir mal so, es hatte 3 GTAs und PlayStation und GTA 5 hat 3 Playstations. Es ist einfach wahr. PlayStation 2 hatte 3 GTAs, 3 große und GTA 5 hat 3 Playstations. Das musst du dir mal reinziehen, ey. Das ist unfassbar, Mann. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie so ein internes Battle gibt zwischen Skyrim und GTA 5, welches Spiel kommt auf mehr Konsolen, aber Skyrim wird es gewinnen. Weil, zum Beispiel gibt's ja GTA immer noch nicht auf Nintendo-Konsolen, ne? Auf der Switch, obwohl die das, eigentlich könnten die das machen. Eigentlich würde locker die Switch, was heißt locker, aber die Switch würde auf jeden Fall GTA 5 als PlayStation 3-Version schaffen. And I wouldn't pay you if I could. Some young gang just jacked up the place. They took everything. You guys are useless. What kind of Yakuza are you anyway? Ist ja gut, Bob. Ist ja gut, Bob. Bestrafe die verantwortliche Gang und stell das Schutzgeld. Okay. Das wäre eigentlich noch die Krönung, ey. Das wäre die Krönung, wenn die kommen würden plötzlich und sagen, ey, GTA 5, gibt's das auch für die Nintendo? Oder gibt's das mittlerweile? Nee, oder? Nee. Oder habe ich irgendwas verpasst? Auf jeden Fall kommt die GTA-Trilogie auf der Switch. Oder ist die schon draußen? Das soll. Aber GTA 5 gab's da noch nicht, oder? Weiß gar nicht. Ich meine, ich persönlich würde niemals auf die Idee kommen, ein GTA auf der Switch zu spielen. Also, es sei denn, man hat natürlich nur eine Switch, aber so große Games, das habe ich auch damals nie, oder was heißt damals, aber das habe ich auch nicht verstanden, dass Leute das voll gerne haben. Das ist ja, das ist immer Geschmackssache, aber da kommen wir wieder zum Thema Handheld. Ich würde zum Beispiel es nicht verstehen, dass Leute da irgendwie Doom oder sowas auf der Switch spielen, wenn die auch eine PS4 haben. Und da gab es einige, die haben eine PS4 gehabt damals oder eine Xbox One und spielen lieber Doom dann auf der Switch, nur weil sie es dann unterwegs spielen können. Aber das ist, ich weiß nicht. Da ist mir doch das geilere, also es ist ja nicht so, dass es geileres Gameplay ist auf der Switch, sondern eher unhandlicher und hässlichere Optik. Also das ist ja immer so Geschmackssache, aber das ist ja für einige voll das Riesending, so Handheld-Style. Ich meine, ich mag die Switch echt und es hat echt coole Games, aber Handheld-mäßig, ne, finde ich es jetzt nicht so überragend geil. Fängt es schon bei dem Bildschirm an, fällt schon bei dem Bildschirm an. Ich hasse es zum Beispiel, wenn der Bildschirm nicht entspiegelt ist, oder wie das heißt, wie heißt denn das? Keine Ahnung, da fängt es schon an. Das hat früher auch genervt bei Handheld. Aber meine Handheld-Zeit ist schon lange vorbei. Auch wenn ich mir ein 3DS gekauft habe. Ich habe mir damals wirklich ein 3DS gekauft vor einigen Jahren. Und original, ohne Scheiß, ich habe eine Stunde gespielt. Eine Stunde gespielt, das musst du mal reinziehen, ey. Richtiger Fail. Die Ausgabe von mir, richtiger Überfail, ey. Richtig dumm gewesen, aber naja. Und irgendwie hatte ich nochmal Bock, die Zeit aufleben zu lassen. Weil früher. Okay. Das hätte ich wohl nicht machen sollen.
Egal, ich fahre da nochmal hin, aber das laber ich jetzt nochmal kurz zu Ende. Ja, genau, alles klar. Das hätte man nicht einbauen können, richtige Checkpoints oder was? Nachdem ich bei Bob war zum Beispiel, das hätte man ja nicht machen können, das wäre ja zu viel Arbeit. Was wollte ich sagen, ey? Ja, Pokémon damals natürlich übelst gezockt. Ach, hier, jetzt habe ich gefällt. Ich wollte die einfach cool überfahren, ich hätte einfach aussteigen sollen. Egal, scheiße, aber ich mache das schnell nochmal für euch. So, Freunde machen das Profis. Geh mal aus dem Weg hier. Einfach wegsnipen aus der Ferne. Die bewegen sich einfach nicht. So einfach kann es nämlich auch sein, eigentlich. So, erstmal hier die ganze Munition mitnehmen. Will auch noch Stress? Der will lieber keinen Stress, oder? Nee, besser ist es, Junge. Besser ist weg von meinem Auto, Junge, du Mutant! Das war an, wie der läuft, Junge. Was ist denn hier mit den Charaktermodellen? Waren die früher auch so hässlich? Ich weiß nicht, weil ich muss ehrlich sagen, wenn du zum Beispiel bei San Andreas CJ mit damals vergleichst, so nur von der reinen Optik, ich finde schon, dass es Ticken besser aussieht. Aber. Oh. Boah, Alter, das wäre es jetzt gewesen. Aber es wäre natürlich mehr gegangen, ne? Mein Gott, was ist denn hier los plötzlich? Alter, Junge. Allergie kickt wieder rein. Boah, ey, wenn ich das vergesse rauszuschneiden, tut's mir leid. An alle danke, die Gesundheit reinschreiben. Wahrscheinlich werde ich es vergessen. Wahrscheinlich werde ich es vergessen. Oh Mann, ey. Ich habe leider so eine Hausstaub-Allergie, ey. Manchmal kickt es richtig rein, aus dem Nichts. Aber naja, was soll man machen, ne? Was soll man machen? Was machen Sachen? So, ballern wir erstmal wieder zurück, Mann. Okay. Alles klar, so, jetzt sind wir schon wieder da. Und abgeben die Kohle. Wie viel kriege ich selber? 800.000? Mindestens, oder? Warum läuft der da immer erst hoch und dann ist die Mission vorbei? Oder? Wie beim letzten Mal. Zack, Mission vorbei. Und wir stehen wieder unten. Das ergibt gar keinen Sinn. 10.000 nur! Also sag mal, wie frech kann man eigentlich werden, ey? Wie frech kann man sein und werden noch? Naja. Gut, egal. Direkt nächste Mission, Freunde. Nächste Mission direkt. Wartet auf uns. So, komm. Und? Die Abrechnung. Alter, Echo Fresh oder was? Echo Fresh, get the chef. You. How fitting you should choose this moment to show your worthless face. It would appear your attempts to dissuade the Jamaicans from becoming bedfellows with the cartel were wholly inadequate. Yardi pushes line Liberty Street selling packets of spank like they were selling hot dogs. Those cartel pigs are laughing at us. At me. I will give you one last chance to prove my sister's faith in you to be well-founded. Run these scumbags into the ground and wash your shame in rivers of our enemy's blood. Dieses Lispeln, ey. Du musst mindestens 8 Jahre die Diener außer Gefecht ziehen. Okay. Ich verstehe auch, das habe ich auch noch nie verstanden, warum so Leute, die uns eigentlich gar nicht kennen, oder Leute gar nicht kennen, aber dann trotzdem ihr komplettes Geschäft nur auf deren Schultern aufbauen. Ja, du bist jetzt verantwortlich dafür, dass wir jetzt irgendwie Erfolg haben oder nicht. Und wenn nicht, bist du schuld. Wo waren die grünen Punkte jetzt? Muss da einfach jetzt hinfahren oder was? Wird da nichts angezeigt auf der Map? Egal. Gut, dann fahren wir einfach mal dahin. Da vorne ist schon einer. Schauen wir doch mal. Oh, Alter, perfekt gefahren. Oh, perfekt gefahren. Zack. Hier ist auch noch einer. Okay. Machen wir das mit dem Auto zur Seite. Geht doch einfach aus dem Weg. Ihr seid doch selber schuld. Es ist doch jetzt bekannt, dass hier Verrückte durch die Gegend laufen. Und durch die Gegend fahren vor allem. Was hält der aus schon wieder? So, noch ein Dealer ist erledigt. Jetzt habe ich mir natürlich die... Ah, doch nicht. Ich dachte schon, ich hätte irgendwie Bullen auf dem Hals. Ja, okay, das ist die ganze Mission. Na gut, dann werde ich das mal eben machen, oder? Okay, so. Gut, ich habe alle 8 erledigt. Und jetzt muss ich jetzt nur warten. Achso, bis alle wechseln, ne? Aber 8 meinte der. 8 waren das, wa? Mindestens 8, okay, alles klar. Und dann können wir das ja jetzt kurz abwarten, oder? Ich muss wahrscheinlich wieder zum gleichen Gebäude. Das ist doch hier. Wenn wir uns schon mal hier platzieren, ey.
und uns so ein bisschen hypnotisieren lassen von dem Regen. Es ist unfassbar. Es ist. Ah, guck mal hier. Ah. Diesmal keine Mission hier? Keine neue Mission? Was soll das? Was soll das? Gut, dann müssen wir jetzt wieder zu seiner Schwester, oder wie? Na gut, dann machen wir das mal eben. Kann ich nicht einfach geradeaus fahren? Ich fahre jetzt einfach geradeaus. Auch wegen Gegenverkehr, wa? Zeig dir mir das nicht an. Junge, ich bin Gangster. Ich bin Gangster, ich fahre auch auf der Gegenseite. Geistergangster, Geisterfahrergangster, Mann. Oder kann man hier nicht normal runter? Ich zeige euch schon, wie das geht, wenn man hier normal runterfahren kann zu dem. Was macht er denn da? Ich sehe nichts, es ist. Aber wir sind richtig. Ich sehe wenig im Ring. Ich sehe fast nichts. Es ist wirklich schlimm. Aber vielleicht wollen die auch so eine Simulation für Besoffene machen oder sowas. Weißt du, so muss sich das anfühlen, wenn du wirklich kaum noch was siehst oder sowas und trotzdem Auto fährst. Kann ja sein, ey. Hey, es geht. Paparazzo! A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Das ist, das ist das Boot, was ich platt machen muss, oder was? Oh, scheiße, ja, okay. Ich hab zu logisch gedacht. Ja, ich hab zu logisch gedacht. Ich dachte, er sitzt im Boot. Ich knall ihn einfach ab. Wer konnte das ahnen, dass es natürlich nicht geht? Eigentlich jeder, der sich auskennt mit GTA wahrscheinlich, oder? Das war echt zu erwarten. Na gut. Ja, ja, okay, ich seh's ja. Es wäre auch zu einfach wahrscheinlich, oder? Wäre auch zu einfach. Dass ich genau ihn abschieße. So, okay, dann machen wir es halt auf die altmethodische. Ne, wie sagt man das? Wie sagt man das nochmal? Altmodische, mein Gott. Junge, red doch Deutsch. So, treffen wir? Ja. Guck mal hier, so ist direkt viel spaßiger, ey. Wäre ja zu einfach gewesen, Mensch. Genau, fahr so weiter. Ey, nicht lenken. Komm. Alter, will er mich austricksen, was? Komm schon. Noch ein bisschen. Eine Salve noch. Okay, das war schon. Das ist schon die Mission gewesen. Es ist unfassbar, Mann. Wie viele Missionen gibt es ja eigentlich in diesem Spiel? Wie viele Missionen? Wie weit sind wir eigentlich so... Wie weit sind wir fortschrittmäßig? Kann das jemand sagen? Was? Tagesetat für Polizei? Hä, was heißt das? Wo stehen die Missionen? Ach so, direkt hier oben. Achso, bei San Andreas ist es nämlich andersrum. Spielfortschritt in Prozent 18. Was? 18% ist? Es geht ja 3 nicht mit Abstand das kürzeste Spiel von den 3? Ich dachte, oder? Hey, 18% sind wir erst. Okay, krass. Das ist schon ein wenig überraschend, aber okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir wenigstens bei der Hälfte sind oder so. Klärt mich gerne auf. Wie gesagt, ich habe das damals nie durchgespielt. Keine Ahnung, ich habe jetzt auch nicht. Ich habe bisher auch noch nicht nachgeguckt, wie lange das ungefähr geht. Das sind natürlich auch immer so Angaben, wie viele Nebenmissionen machst du, musst du denn rausrechnen, wie viel, oh, nee, lass nochmal los. Wie viel, ja, Fahrten und so nimmst du mit rein. Oh, alles klar, perfekt, hab's gesehen? So geht's ja. So geht's! Okay, nächste Mission direkt. It's my handsome handyman. Maria's all tied up at the moment, but I'll tell her you called. It's time you met our man inside the LPD. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Okay, gut. Oh, direkt wieder nach Zeit. Aber egal. Mit der Karre sollte das kein Problem sein. Steig ein, Brudatsch. So. Mit der Karre soll das kein Problem sein, ja. Hä? Wieso? Okay.
Also manchmal der Radar oder die Anzeige, die spinnt auch komplett, wa? Also, was funktioniert hier eigentlich so, wie es sollte? Was funktioniert in der GTA-Trilogie eigentlich, wie es sollte? Kann es jemand runterbrechen? Auf die wesentlichen Dinge? Ich weiß nicht. Ey, was geht ab, ey? Weg da, weg da! Hab's eilig! Weg da! So. Okay, hier sind wir. Okay. Müssen wir jetzt von Telefon zu Telefon aus? Steig rein! Was hat er gesagt? Let's go to the strip club? Alter, was geht? Ich bin dabei, Brudi. Punk ass, bitch! So, Alter. Zur Seite, aufpassen. Okay. Komm. Ey, wie er aufs Auto gesprungen ist, der Idiot. So. Get to the phone on Liberty Campus. Alles klar, Mann. Er scheucht mich hier durch die Gegend. Was soll die Scheiße schon wieder? Ach so, einmal rum bitte. Geh doch aus dem Weg. So. Wie viel Dinger müssen wir abklappern? Hat die das gesagt? Nee. Was bringt es hier eigentlich bei GTA 3 Häuser zu kaufen und so? Hat man hier auch denn passives Einkommen? Nee, wa? Das war nur bei den anderen beiden Games, glaube ich, wa? So. Oh, sorry. Kann passieren. Passiert. Sorry. Scheiße, Alter. Hier ist immer Schießerei. Alter. Wo ist das Telefon? Hier unten, ne? Lass mich! Get to the phone in South Belleville Park. You want the chainsaw grip? Was will der von mir? Wer ist das überhaupt? Feindliche Gang oder was? Warum ballert der auf mich, die Sau? Alter, noch 1,30. Das ist jetzt das letzte oder was? Boah! Also. Was soll man dazu sagen? Das will ich natürlich niemals machen. Ich halte mich immer an die Vorschriften hier, wie man fährt. Boah, das Ruck, es hat schon wieder. Ich meine, man, ihr seht es ja selber, ey. Die Frames gehen hier in der Stadt so in den Keller. Ihr seht es vielleicht gerade. Alter Schwede. So, das letzte? Meet me in the toilet block in the park. Okay, jetzt. Okay, das ist das letzte. Jetzt geht's aber nicht mehr nach Zeit, oder? So. Wieso will er sich. Ach, das ist unfassbar, wie schlimm das hier runter in den Keller geht, oder? Die Frames. Traurig, einfach nur traurig. So im Klo auf dem. Was? Der will mir aber nicht an den Schniepel, oder? Will der mir an den Schniepel ran? Das lasse ich nicht zu, ey. Da stehe ich nicht drauf. Nur bei Weibers. Oh, auf dem Weiber-Klo. Vielleicht ist da sogar eine Lady. Nee, doch nicht. You must be Azuka's new errand boy. You got the money? Is it all here? I know what you're thinking. Another bent cop. Well, it's a bent world. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started sniffing around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer. But I'm gonna need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me. Okay. Ja, machen wir. Hallo? Nochmal raus, nochmal rein. Ah, jetzt. That scumbag, McCaffrey! He took more bribes than anyone. He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns state evidence. He just squealed. He's under armed protection in which that property down in Newport, some apartment behind a car park. Talks that place. That's it. Flush him out and you hunt him down. Make sure he never talks to nobody. Warum, Freunde, warum werden die Cutscenes immer so abgebrochen? Also warum endet das so schnell zum Ende hin immer? Jetzt wie gerade eben, warum ist denn das so? War das früher auch so? Nee, oder? Eigentlich nicht. Schafft er das? Ja, aber.
Weil das er ist noch am Reden und dann kommt schon diese Überblende zu dem normalen Spiel, weißt du? Ich verstehe das nicht. Was das soll? Was soll das? Junge, zur Seite mit dir. So. Okay, so. Hier wird eben mehr geballert, immer. Was soll denn das, Alter? Hört doch mal auf mit der Scheiße. Warte kurz. Ich repariere eben mal kurz das Auto. Neuer Motor und neue Lackierung, ist auch nicht der Fall, wa? Auch die gleiche Farbe. So, hier rein, oder was? Ja. Okay. Okay. Muss ich da jetzt hier rein, oder was? Muss ich da die Granate reinwerfen? Scheiße, ich muss das lieber so schräg machen, ja. Dann bin ich sicherer. Jawoll! Jawoll, Junge. Was willst du machen, hä? Hab ich ihn? Alter! Wer ist der Geilste? Hä? Wer ist der Geilste? Ja, weg hier, zack. Oh, eine AK, die nehme ich natürlich gerne mit. Und die Bullerei hat mich einfach vergessen, auf die ich gerade noch geballert habe. Und die auf mich. Alles klar, so schnell kann's gehen. So schnell kann's gehen. Nice. Oh Mann, ey. Jetzt aber keine Ahnung, wie lange ich schon wieder aufnehme. Weißt du, mit den Fahrten rausschneiden, mit den Fails rausschneiden. Ich, keine Ahnung, ey. Wir gucken jetzt nochmal. Oh nein! Irrastant-Bonus. Ja, das bringt mir auch nichts mehr, ey. Steck raus! Ich kann nicht aussteigen. Ach, schwimmen kann man ja gar nicht. Schwimmen kann man ja gar nicht, wa? Alles verloren wieder, alles verloren. Oh, wie kann man so failen, ey? Wie kann man so failen? Alter, was ist denn das da hinten? Der Todesstern. Sah ein bisschen Todesstern-Style aus gerade, der Mond. Nice, geil. Ey, ich war das nicht. Ich war das nicht. Gut, hören wir nochmal in die nächste Mission rein, weil ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge ist, ey. V-Mantenne, ey. Maria and I have gone shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car, so we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Ist das auch ein Diss gegen Driver? Weil der hieß doch Tenner, oder? Hieß der Typ nicht... Oder war das erst in Driver Dry? Und Driver Dry kam ja erst später nach GTA 3. Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung. Aber in San Andreas hatten wir ja jetzt erst den Diss gegen Driver. Deswegen, keine Ahnung, Tenner, der hieß Tenner auf jeden Fall. Ist auch egal, Freunde. Das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, die Folge ist lang genug. Auf jeden Fall länger als die letzte. Wenn ihr mehr sehen wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Gerne ein bisschen Liebe, ein bisschen Feedback dalassen. Würde mich freuen. Ansonsten haut rein und tschüss.